Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Klar zu erkennen, um was es hier heute geht? Nein, nicht um zwei Bäcker. Auch nicht um diesen lustigen Würfel. Kuchen backen wir auch keinen. Richtig, die Verlosung 501 gesehen haben, wissen, was das ist. Das ist unsere Lostrommel, also eine Rührschüssel. So, das Video wird in einem durchgemacht, egal wie viel Stolperer und Fehler wir haben. Niemand soll denken, wir hätten irgendetwas geschnitten. Deswegen stehen diese zwei Wecker hier. So, wer anfängt zu ziehen, entscheidet dieser Würfel. Die höchste Zahl gewinnt. Ich natürlich. Quatsch, das gilt noch nicht. So, wir werden dann hier die Lose, die liegen hier drin. Wir haben wie viele? 85. 85 Leute, die mitmachen dürfen. Zwei oder drei haben wir entfernt, ne? Einen. Ui! Er hat im Prinzip einen Tag vor Ende hat er einen Account aufgemacht und hat gemeint, er wollte noch beim Dings mitspielen. Ja. Da hätte er schon wesentlich früher dran denken müssen, schon vor der Ankündigung, dass wir eine 666er Verlosung machen. Genau, es gab auch jemanden, der hat einen Account eine Woche vorher aufgemacht, der ist ja auch mit drin. Der ist mit drin. Das ist alles okay. Der wusste das noch nicht, dass wir eine Verlosung machen. Dann ist das für uns in Ordnung. Wir wollen Fairness. Deswegen auch dieser Aufbau. Bei der 501er Verlosung haben wir so viel Lob bekommen, dass das so gut und ehrlich abgelaufen ist. Und das soll weiterhin so sein. Niemand soll denken, wir würden hier irgendjemanden bevorzugen. Deswegen lesen wir jetzt erstmal, bevor wir hier irgendetwas machen, die Namen vor, die dann da reinkommen. Da ist noch keiner drin, die sind alle noch hier in der Schüssel. Ja, ich stelle mal die Schüssel hier hin. So, hier hinten stehen die Preise, erster Preis, zweiter Preis, dritter Preis. Wir wurden auch gefragt, wieso macht ihr den ersten Preis zuerst? Wenn wir den dritten und den zweiten zuerst machen würden, dann hätten die beiden überhaupt keine Chance mehr an den ersten ranzukommen. Deswegen erster Preis, dann wird der zweite gezogen und dann der dritte. Genau. Ja, dann will ich mal anfangen. Also, es nimmt teil Anhe, Andi, Andi Sprix, Andreas D., Anja Schulz, Anton Heidrich, Babet Weyer, Björn Kramer, Brick Murph, Brickrad Berlin, Cäsar, Checkpoint 1971, Christian Liebscher, Christoph Manger, Dambach Michael, Daniel Rieberger, Dieter Game Game, Dirk Rademacher, Dirk Ulowitz, Wetz, Entschuldigung, wenn ich was nicht richtig ausspreche, bitte seid mir nicht böse. F3 Fox, Fabian N., Felix der Noppenstein, Focker, Freddy Krüger, Friedrich Grote, G. Peter, Genoppte Fliese, Hannes 2311, Hohenfels, GG 84, Joachim Lüdekin, Jörg Laufer, Jürgen Hofstetter, Jürgen Müller, Jürgen Neumann, Kaffee Junkie Deluxe, Kerstin Prinz, der Key macht auch mit, Kleiner Goliath, Christoph Binnemanns, Lukas Hitting, Entschuldigung, Mike's Bricktime. So, die anderen zwei Seiten liest vor. Unser Klemmspezialist Klemmi. Moin. Marc Uwe, Marco Zocker, Markus MÜ.006, Markus I, Michael Schwenk, Mais Mayhem oder Mayhem, Mr. Fless, Nils Köster, Noah Albert, Noppi, NSW Warwischer 82, Pandoras Box, Paus Klemmbausteine, Peter Kauer, Rabenfrau, Raphael Rodriguez, Sabine Kolb, Saft Wolki, Sebastian, Sensa 666, Sold, Steinerlei, Steven Spengler, Swip, The Human Show on Earth, Thomas Haarhaus, Thomas Werner, Tommy 97, Tordins 71, Tina
Kodobe, dann TOI 3145, Tom 0815 4711. Der Name ist gut. Trixi, Volker D., Volker Kühn, WM 2006, Wolfgang Tropp, Wubbel 99 und Xatox. Ja, das waren alle. Das sind alle, die hier drin sind. Die kommen jetzt gleich hier rein. So, jeder, der ein bisschen kochen kann oder backen kann, der weiß, was das ist. Das ist die Schüssel. Da kann man nämlich verschiedene Sachen auch mit dem Rührmixer machen und so weiter. Ich baue das Ding erstmal wieder zusammen, weil der mittlere Deckel wird abgenommen. Und da geht es dann mit der Kralle rein. Da kann man nämlich nichts sehen, wenn wir sitzen bleiben. Wenn wir aufstehen, dann könnten wir eventuell lurgen, aber die sind so geknickt. Da geht nichts. So, leer. Ja, echt, noch nicht mal einen Kuchen drin. Schade. Ja, so. Hier seid ihr alle drin. Jetzt nicht mehr. Kannst du das mal bitte wegstellen? Ja, leeres Gefäß. So. Weggeschillt. Schütteln, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor jedem Zug werden die Hände gezeigt. Ja. Damit auch nichts in der Hand versteckt ist oder so. Klemmi hat verboten, mit der Hand zu ziehen. Ja, ich werde es alles mit links. Ja. Sowas mache ich mit links. Unseren Wachdienst haben wir auch da. Glücksschweinchen. Ja. Überwacht die Ziehung. Leider kann es nicht jedem Glück bringen, aber es wird dreien Glück bringen. Wir haben hier zwei Uhren mit Sekundenzeiger. Daran kann jeder erkennen, ob wir geschnitten haben oder nicht. Eine Uhr kann man überlisten, aber zwei nicht. Das geht nicht. Also da muss man schon richtig fit sein. Okay. Das bin ich nicht. Es geht um den ersten Preis. Das sind drei Kugelschreiber. Na gut, wollen wir nicht so sein. Dann gibt es noch eine klasse Mütze dazu. Und wenn derjenige nicht weiß, woraus er trinken soll, eine LB-Tasse, da gucke ich erstmal nach, nicht, dass die... Da hat mal eine dabei gehabt, die hat einen Sprung gehabt, das war schade. Haben wir ausgetauscht. Ja. So, dann dieses nette Set von Hinsen. Und der Wagen von Asterix. Mit Verleinix und Asterix-Figur. Zwei Pferden. Und den Wagen. Wir haben damals die Aufkleber nicht drauf gemacht. Ich gebe euch einen Tipp. Macht sie drauf mit ganz ruhiger Hand. Und ihr habt ein wunderschönes Teil. So, darum geht's jetzt. Dann werden wir mal anfangen. Erstmal auswürfeln, wer anfängt. Ja. Eine 4. Ui, die 6. Ich öffne den Deckel. Hab nichts in der Hand. Hand zeigen. Genau. Und dann leicht drin drüber, sodass er nicht aus dem Bild verschwindet. Mal gucken, was hier drin ist. Da sind Zettel drin. Ja. Da haben wir schon was. Sollte es ein bisschen höher. Friedrich Grote hat den ersten Preis. Glückwunsch. So, da werde ich auch mal eine 1 draufschreiben. Und in die Tasse. Ich habe hier nochmal alle Zettel liegen mit sämtlichen Namen. Die werde ich dann nacheinander durchstreichen. So, ich gebe dir den ersten Preis. Tu ihn bitte vom Tisch. Ja. So, er hat da die Zettel und malt da auf seinen vier Zetteln rum. Genau. Dieselben vier Zettel habe ich hier. Und zwar, wenn wir fertig sind mit den Preisen, dann wird der Deckel geöffnet. Er wird hier auf dieses Blatt geschüttet. Und dann seht ihr jeden einzelnen Namen. So wie beim letzten Mal. So, der zweite Preis. Da gibt es natürlich drei Kulis. Bisschen wenig, ne? Gut, legen wir noch ein Mützchen dazu.
damit es Hirn nicht kalt wird. Ich trage die gerne. So, dann, damit jeder weiß, wie groß er ist. Der ist zweiseitig bedruckt. Einmal mit unserem YouTube-Account von LB und auf der Rückseite unser anderer Kanal, mit dem wir überhaupt angefangen haben. Die beiden Kanäle waren irgendwann mal zusammen, dann haben wir sie getrennt. Weil wir plötzlich irgendwie einen Spleen gekriegt haben und haben gesagt, klemmen ist besser. Und dann kam noch Corona dazu und. Und dieses Human Set. So. Dann wollen wir mal schauen. Ja. Ich. Okay. Was? Gut. Ich darf wieder. Ich glaube, der mogelt. Ich glaube gar nicht. Ich halte fest, damit es nicht umfällt. Ein Zettel. Ich habe sie alle wieder fallen lassen, weil waren mehrere Zettel. Nicht, das heißt, wir tun jetzt einen rausnehmen. So. Oh, nee. Doch. Doch. Dirk Ulowetz. Zweiter Preis. Glückwunsch. Nein, ich lese den Namen sehr oft zur Zeit. Der engagiert sich sehr viel hier bei uns im Kanal. Finde ich super. Ja. Und jetzt wird sogar noch belohnt. Viel Spaß damit. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, so weit, so gut. Alles klar? Ja. Was sagt unsere Aufsichtsperson? Alles okay. So, es geht um den dritten Preis. Wie üblich, drei Kuli. Und eins von unseren schönen Mützken, die das Hirn fit halten soll. Und dann haben wir ein Set von Cumin. Es leuchtet ohne Ende. Strahlt zurück. Ja, das ist der dritte Preis. Mist, meint ihr, ich hätte mehr Glück jetzt? Keine Chance heute. Fünf. Oh, da kann jetzt nicht mehr viel passieren. B, du machst jetzt einen Tasch. Nein! Das glaube ich ja nicht. Einen, nicht wieder zwölf. Ne? Das wird sonst zu teuer. So. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Christian Liebscher hat den dritten Preis. Glückwunsch. Tja, Paul, diesmal kein Glück gehabt. Jupp. So. Ja, Leute, seht. Ich will auch mal. Vierter Preis. Eine Tasse. Ich will auch mal. Jetzt zieht er einen Würfel. Ich will auch, Mann. So. Das Teil gewinnt. Andreas D. Auch Glückwunsch. So, da schreibe ich hin. Vier Tasse. Nein, du bekommst nicht vier Tassen. Eine reicht. Eine reicht. Merkst du, er freut sich einfach nicht richtig. Ja. Er freut sich einfach. Da fehlt irgendwas. Jetzt nicht mehr. Die drei obligatorischen Kulis kriegst du auch. Ja. So, ich mache hier erstmal Platz. Ja. Den vierten Platz. Ja, wir einfach mal extra dazu. Ich wollte auch mal ziehen. Das kennt man ja vom letzten Mal. Ja, das habe ich auch reingeschmissen ohne Ende. Wartet auf die 1001 ab. Ich meine, bei 777 machen wir es wieder. Bei 888 und dann kommt die 1001. Leute, da gibt es ordentlich abzusahnen. Das weiß ich jetzt schon. So. Der Deckel kommt weg. Dann haben wir hier diesen Deckel. Das baue ich jetzt schnell mal wieder zusammen. Er kommt nachher in die Spülmaschine. Das ist die Spülmaschine. Ich hasse die Dinger.
So. Nichts mehr drin. So. Klemmi hakt ab. Ja. Den Würfel tue ich mal an die Seite. Dir gerade mache. So, das gibt sie mir die leere Schüssel wieder. Die kleine. Ja. Da schmeiße ich dann den Müll rein. So, dann haben wir hier. Wen haben wir denn da? Guck. Guck haben wir. Brickrad Berlin. Brickrad Berlin, ja. Ich zerreiß diese Zettel. Ja. So, dann haben wir Markus Müh 006. Damit ihr seht, dass sie auch wirklich hier drin war. The Human Show on Earth. Warst auch drin. Hast aber nichts gewonnen. Nein, ich sag so, wie es ist. Wir haben beide gewonnen. Beziehungsweise wir drei. Weil das war ein ganz tolles Treffen. Ja. Im Klemmbaumuseum. Christoph Manger. Joachim Lüdeking. Diesmal klappt es besser, da wir sind nach Namen sortiert. So, was haben wir hier Feines? Anton Heiderich. So. Brickmurf. Jörg Laufer. Miles Mayhem. Miles Mayhem. Oh. Hübscher Name. So, dann haben wir hier Sabine Kolb. Wubbel 99. Thomas Werner. Daniel Rieberger. So, komm mal her. Nicht wehren. Kaffee Junkie Deluxe. F3 Fox. Genoppte Fliese. Michael Schwenk. Sebastian. Hohenfels. JJ Act 4. Ich denke mal, dass das so gemeint ist. Mit JJ. Checkpoint 1971. Fängt mit C an. Ja, Schipok. Ach, habe ich falsch vorgelesen? Ja, Shepok. Ach, Menno. Tordins 71. Andi. Anja Schulz. Schade, dass keine Frau gewonnen hat. Cäsar. Er gibt auch tolle Kommentare ab. Ja. Lukas Hidding. Na, komm. Raphael Rodriguez.
Mr. Fless. Der ist auch sehr gut im Kommentare. Hat auch sehr gut gesprochen beim Clem-Welly-Zusammenschnitt. Jürgen Hofstetter. Na, geh auf. Kerstin Prinz. Volker Kühn. Focker. WM 2006. David Weyer. Das erinnert mich irgendwie an den Film. Naja. NSW Derbyshire 82. Haha, Noppi. Er kommt dann persönlich vorbei. Ja. Geh, Peter. Ach so, über Noppi. Der fährt guten Kuchen durch die Gegend, sage ich euch. Der schmeckt. Ui. Pandoras Box. Schöne Grüße. Ja, auf jeden Fall. Noah Albert. Tom 08 15 47 11. Echt Kölnisch Wasser. Ist keine Werbung, um Gottes Willen. Hannes 23 11. Sold. Mais Breaktime. Auch schöne Grüße. Gruß an Mike. So, dann haben wir hier Pauls Klemmbausteine. Auch schöne Grüße. Jawohl, ja. War diesmal nichts. Ach ja. Feli, der Noppenstein. Fabian N. Steven Spengler. Björn Kramer. Jürgen Neumann. Er könnte flüchten. Freddy Krüger. An He. Oh, so langsam wird es weniger. Jürgen Müller. Peter Kauer. Tina Kodobe. Kodobe. Ja. Nils Köster. Trixi. Steinerlei. Thomas Haarhaus, auch liebe Grüße. Tommy 97. Toy 13 14 5.
TUI 3145. Auch gut. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, Entschuldigung. So, Wolfgang Tropp. Andy Brix. Andys Brix. Sag mal, muss man erstmal was trinken. Marc Ube. Xatox. Swip. Ist auch ein sehr aktiver Kommentator. Ja. Volker D. Christoph Binnemanns. Dieter Game Game. Dambach Michael. So, da haben wir noch ein paar. Markusi. Die Rabenfrau. Sehr liebe Grüße. Ki. Kleiner Goliath. Saftbocki. Oh je, jetzt kommen noch zwei Stück. Marco Zocker. Und der passende Name zum Schluss. Sensor 666. Oh Mann. So. So, warum haben wir das gemacht? Ganz einfach, damit ihr gesehen habt, dass ihr auch wirklich da drin wart. Ja. Dass hier kein Schmu läuft. Ich habe was gegen Schmu und Trubuk und so weiter. Bin so nicht erzogen worden, andere Leute zu bescheißen. Ja, ich würde mal sagen, das war's im Großen und Ganzen, ne? Mit der Verloserei. Ich schiebe das Ganze mal ein bisschen zusammen. Das Teil ist auch schon vergeben. Das ist nur am Laufen hier, weil ich will wissen, ob die Uhr genau geht. Denn ich verschenke nichts, was nicht richtig funktioniert. Da könnte ich mich ärgern, wenn Beschwerde kommen. Und ja. Das läuft bisher eigentlich ganz gut. Ja, die läuft super. Innerhalb von einer Woche eine Minute, wo sie vorgeht. Das ist alles. Nee, nach geht's ja. Und dann den Stundenzeiger, den muss ich mal richtig justieren. Denn wenn es 12 Uhr ist und dann ist die immer noch vor der 12. Ja, ich würde sagen, Glückwünsche an alle Gewinner. Dass ich mal immer wieder mal einen dazu schmeiß. Dürfte ja mittlerweile bekannt sein. Kann dann auch passieren, dass wir irgendwann mal so ein paar kleine Verlosungen machen. Wir haben hier diese vielen Trading Cards von Lego, von Batman. Heften und sowas, ja. Ninjago und sowas. Ja, damit können wir nichts anfangen. Und die werden wir dann auch mal bei Verlosungen, so im 5er oder 10er Pack, werden wir die rauskloppen. Denn es wäre schade, wenn die hier vergammeln und einige von euch könnten damit wirklich etwas anfangen. So, alle, die jetzt gewonnen haben, diese vier Leute, bitte an unsere E-Mail-Adresse eure Adresse schicken, beziehungsweise eure E-Mail, damit wir euch dann kontaktieren können. Genau. Denn um das Zeug zu bekommen, muss man eine Adresse haben. Ja. Und dann schicken wir euch das hin. Wir prüfen vorher, ob ihr wirklich dieser Gewinner seid. Weil da hatten wir auch mal Probleme gehabt. Da hat uns einer eine E-Mail zugeschickt. Und der war der Gewinner gar nicht.
Da wir aber diese E-Mail bereits kannten, also nicht die uns zugeschickt worden sind, sondern seine richtige, weil der uns mal ein paar Bilder geschickt hatte oder irgendwas in der Art. Und da haben wir dann erstmal Stopp gemacht und wollten denjenigen aus der hinterm Baum her locken. Und wir haben Strafanzeige erstattet. Ja, mittlerweile liegt das Ganze bei der Polizei. Ja, und wir haben ihm noch die Möglichkeit gegeben, im Videos, melde dich und wir klären das so ab. Ja? Hat er keinen Bock drauf, der will wahrscheinlich eher was mit der Polizei zu tun haben, Hausdurchsuchung und so weiter. Ja, unterwegs Auto anhalten und so. Man weiß nie, was die Ordnungsbehörden alles so drauf haben. Ne? Und inwiefern er schon so einschlägig bekannt ist. Ne? Denn wer es einmal macht, der hat es bestimmt auch schon öfters gemacht. Ja, das ist eine sehr, sehr kriminelle Geschichte bei sowas. Und zwar ist es Identitätsdiebstahl. Ja. Was mittlerweile wirklich kein Kavaliersdelikt ist, sondern es ist eine richtige, schöne Straftat. So, und jetzt gibt es ein einmaliges Angebot. Das läuft bis zum 31.12.21. Jeder. Ja, wir haben 21 bis zum 31.12. Ja, ja. An dem Tag haben wir nur einen halben Tag auf. Ne? 13 Uhr ist geschlossen. Und jeder, der persönlich hierher kommt, kann sich so eine Tasse abholen. Kostenfrei. Er muss uns nur sagen, wer er ist. Was hältst du davon? Du kennst meine Meinung dazu. Ja, dann würde ich doch sagen, wenn euch die Verlosung gefallen hat, Daumen hoch. Ich weiß, von den 85 hat es garantiert 81 nicht gefallen. Aber ich kenne euch als faire Zuschauer. Ja. So, abonniert uns, wenn ihr es nicht schon habt. Ja, es durften auch Leute mit teilnehmen, die keine Abos bei uns haben. Dann betätigt die Glocke. Dann wisst ihr immer, wann neue Videos von uns sind. Genau. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö. Alles okay. Alles okay. Dann verabschieden wir uns mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschüss.